Komba grüßt euch wieder zu einem neuen Video. So, was haben wir hier? Einen Poolsauger. Und zwar von Intex. Und dieses schöne Stück hier hat bei mir ausgedient, weil ja, ich habe keinen Bock mehr hier auf diesen Schlauch und funktioniert nicht richtig. Also bei mir zumindest nicht. Ich komme damit nicht zurecht. Und deswegen, der hat hier ausgedient. Und den stellen wir jetzt mal hier auf Seiten. Und zwar, ich habe mir was Neues besorgt. iPair. Der iPair Segual oder Segul SE. Ist ein Pool-Roboter, der auf Akku läuft, voll, also automatisch. Ja, kabellos, sehr schön. Nichts mehr mit Schlauch an der Pumpe oder sonstigem, sondern einfach nur auf den Boden lassen und der Kollege hier fährt von ganz alleine. Wir schauen mal rein. Ich habe den noch nicht ausgepackt. Die Firma hier, iPair, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Meines Wissens wurde die 2017 gegründet und ist relativ schnell mit einer der führenden Marken geworden, was Poolroboter angeht. Es gibt hier drei Modelle. Das ist hier das kleinste, der ist für 80 Quadratmeter und ja, das reicht vollkommen. Also ich habe keinen Pool, der 80 Quadratmeter ist. Das größte Modell hat noch die Funktion, dass der die Wände hochfahren kann und gleichzeitig die Wände reinigt. Ja, brauche ich nicht. Zu meinem Boden brauche ich den nur und reicht vollkommen. Ich finde, der hat auch ein pfiffiges Design. Ist auch der einzige, der dieses Design hat von der Serie hier. Also die anderen beiden sind eher eckig, beziehungsweise so rechteckig. Und dieser hier ist mehr, ja, mehr so dreieckig. Ja, schauen wir mal rein. Was haben wir hier im Umschlag? Schon ein paar Seiten, keine Ahnung, was da drin ist. Gucken wir mal. Kostenpunkt 2,99. Ist jetzt nicht einer der günstigsten. Ah, das ist die Bedienungsanleitung. Okay. Hätte man sich auch hier die Umverpackung sparen können, meiner Meinung nach. Nun denn, dann eine Pappe mit Tipps zur Verwendung. Okay. Was haben wir hier? Sterefuhr. Dann noch ein paar technische Daten, klar. Ja, ich muss es selbst ablesen, weil ich weiß es nicht auswendig. Wir haben hier eine Betriebsdauer, wenn er geladen ist, von 90 Minuten. Und ja, der schafft so 80 Quadratmeter, steht hier. Ladezeit 2,5 Stunden. 11,1 Volt. Was haben wir noch? 50 bis 60 Hertz. Jo. Und Charger Output 12,6 Volt, 1,8 Ampere. Ja, mal gucken, wie sich das so verhält. Ja, sieht echt geil aus. Muss ich ja mal sagen, wenn ich den hier so aufpacke.
glänzt schön. Und hier mit dem mit der Carbon-Imitation, ich denke mal, das ist kein echtes Carbon, ist, sieht echt cool aus. Ist auch gleichzeitig der Griff. Ja, wiegt nicht viel. Ich weiß nicht, 3-4 Kilo. Schau mal rein. Hier sind die Kabel. Wahrscheinlich versteckt. So, Seite legen. So, schauen wir mal hier rein. Ja, Ladegerät. Was haben wir hier noch? Ah, die Rollen. Ein Bürstchen. Noch eine Rolle. Okay, das ist für eine Stange. Für eine Poolstange. Die ist jetzt hier nicht bei, aber dieser Adapter hier, der Haken, da kann man den quasi hier so mit der Stange aus dem Pool fischen, damit man den auch wieder rausbekommt. Dafür ist das Ganze hier. Dieser Haken, sehr praktisch. Was haben wir hier noch? Noch ein Bürstchen und zwei Stöppelchen. Ich weiß jetzt nicht, wofür die sind. Schauen wir mal direkt. Moment, wir nehmen uns mal hier das als Unterlage, damit wir das hier nicht direkt verkratzen. Jetzt sehe ich gerade, Rollen sind dran. Ah, okay, cool. Das sind wahrscheinlich Ersatzrollen, falls die mal nicht mehr laufen. Hier ist auch der Anschluss zum Laden, hier unten. Und hier kommen die Bürstchen dran, diese kleinen, die dabei sind. Ich werde die auch direkt mal einstecken. Zack. Und einmal zack, so, ja, wofür die sind jetzt hier genau, wahrscheinlich kommen haben die was hiermit zu tun und werden dann da reingesteckt, ja, Sicherheit, ja, Verarbeitung sieht echt gut aus, hochwertig. Wir machen den mal auf. Da haben wir hier diese Klipse an den Seiten. Moment. Ich will zerstören. So. So sieht das Innenleben aus. Ja, und macht wirklich einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck, das Ganze. Seite. Hier ist quasi der Fangkorb, der Fangbehälter für den Schmutz. Ist auch mit diesem Sieb. Ja, hier ist der Schmutzeinlass mit den Klappen. Hier. Genauso wie hier. Genau, und hier kann man auch sehen, was ich gerade meinte. Hier kann man, ist auch so ein Clip, den kann man dann zur Seite und dann kann man die Rädchen hier austauschen, falls mal einer nicht funktioniert. Sehr gute Sache, dass da zwei Ersatzbeine sind. So, baue ich das Ganze wieder zusammen. Das jetzt hier ist, weiß ich allerdings nicht. Kann man jetzt hier öffnen. Schauen wir mal nachher in der Beschreibung. Das baue ich schon wieder zusammen. Also ist eigentlich auch ganz einfach. So,
Hier, jetzt wieder zu. Aber angeht. Geht an. Ist auch vollgeladen, so wie ich das sehe. Okay. Und das Coole ist, der geht nicht an. Also klar, der geht hier an, aber der startet nicht, bevor er kein Wasser hat. So, jetzt ist er wieder aus. Also der macht diese Ansauggeräusche und der merkt, da ist kein Wasser. Fängt ja auch nicht an zu fahren oder wie auch immer. Das ist so ein Schutzmechanismus. Finde ich sehr gut. Brauchen wir noch was? Nö. Ja, wir brauchen was. Wir brauchen einen Pool. Und wir brauchen Dreck im Pool. Was ich habe, etwas habe. Und natürlich werden wir den jetzt auch testen. Ich werde jetzt die Sachen ja eben wieder schnell wegräumen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Kollege hier fährt und seine Arbeit verrichtet. Und ja, bin ich mal drauf gespannt, ob der auch das verspricht, was er so machen soll und leisten soll und wie auch immer. Also, bis gleich. Bleibt dran. So, da bin ich am Pool. Ist ein 5x3 grob jetzt Intex-Pool mit knapp 15.000 Litern. Und wie ihr seht, habe ich da so ein paar, hat sich da so gesammelt, der Dreck. Da kann man sehen. Und hier auf dem Boden. Ich hoffe, man sieht's. Da ist was. Und da so ein bisschen da hinten. Tür. Und dann schauen wir mal. Ich werde den jetzt anmachen, hier reinsetzen und dann gucken wir mal, wie der fährt. Mal gucken, ob ich auch eine Unterwasseraufnahme hinkriege und einbauen kann im Video. Und ja, dann schauen wir uns mal das Ergebnis nachher an. So, den Kollegen mal angemacht. Und werde den jetzt mal hier reinlassen. Zack. Und da fährt er auch schon los. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Weil der Pool hat ja so ein... Der ist ja nicht gerade unten. Der fährt ja quasi immer wie so eine Halfpipe, wie so eine Rampe hoch. Der ist ja mal richtig flott unterwegs. Ich hab mal so sagen darf. Mal gucken, wie sich das da jetzt verhält. Aber sieht gut aus. Da mal echt einen steilen Zahn drauf. Ja, lass mal fahren. Also ihr seht, bis jetzt, es funktioniert mit den Ecken und Rundungen unten im Pool. Kippt nicht um oder so. Boah, und der zieht sich aber auch richtig gut was weg. Ja, das ist nice. Ja, schöne Sache. Alles klar. So, schauen wir uns das Ergebnis nachher an. Ich lasse ihn jetzt mal laufen eine Stunde
Und dann schauen wir mal. Bis später. Ja, der AirPair oder iPair, Entschuldigung, der iPair ist jetzt fertig, Akku ist leer und also, der Boden ist nicht ganz sauber, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich muss aber dazu sagen, das, was da drin liegt, ist, ja, wie soll ich sagen, vom Baum so ganz feines Zeugs, was ja sehr leicht ist, also sehr leicht zum Aufwirbeln. Also wenn er jetzt da vorbeifährt und der wirbelt das hoch, ja, kommt er natürlich nicht da dran. Aber im Großen und Ganzen finde ich, hat er doch sehr viel gereinigt. Also ich bin eigentlich zufrieden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich den jetzt auflade und nochmal hier eine Runde fahren lasse, mit kompletter Akkukapazität, dann ist der Boden auch zu 100% sauber. So, jetzt schauen wir uns mal an, was der so eingesaugt hat. Ich habe ihn ja schon rausgeholt und auf Seite gestellt. Jetzt gucken wir mal gemeinsam da rein. Hier ist das gute Stück. Jetzt muss ich natürlich mit einer Hand hier filmen und mit der anderen das Gerät öffnen. Ob ich das so hinkriege. Nee, Moment, ich muss euch mal eben auf Seiten legen, beziehungsweise ich mache mal eben Pause. So, Oberteil abgenommen, jetzt nehme ich mal das Sieb weg. Und ja, da ist eine Menge Dreck drin. Also schaut es euch an. Hier.
Also der hat doch schon eine ganze Menge daraus geholt. Ich gebe das einfach mal hier aus. Ja, wenn es rauskommen würde, was es nicht tut. Weil es nass ist wahrscheinlich. Aber hier, schaut es euch an. Ich muss gleich mal hier sauber spülen. Also doch, vor allen Dingen auch so ein bisschen Sand und ja, keine Ahnung. Doch, ich bin zufrieden. Ich werde den jetzt sauber machen, zusammenbauen und aufladen und dann lasse ich den nochmal fahren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, ich hoffe, dem einen oder anderen war das Video hier hilfreich für eine Kaufentscheidung. Muss ja nicht dieses Modell sein. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge von den Poolsaugern, den automatischen mit Akku, also die Akku betrieben sind, unabhängig von irgendeinem Kabel oder von der Pumpe, dass man die an der Pumpe anschließen muss oder. Es gibt ja auch die Staubsauger für zu Hause, ist ja hier dasselbe Prinzip. In diesem Sinne, La Comma grüßt euch. Wer Bock hat, Kanal abonnieren, würde ich mich freuen. Und wir sehen uns wieder. Haut rein, tschüss.